herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich darf euch heute aus Madrid begrüßen, denn Mitsubishi feiert hier heute Abend die Weltpremiere vom Mitsubishi Outlander als PHEV. Wir haben hier jetzt die vierte Modellgeneration stehen. Welche Leistung er hat, welche elektrische Reichweite, all das finden wir gemeinsam in diesem Video raus. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Mitsubishi Outlander und mir. Hier steht nun die vierte Modellgeneration von dem Flaggschiff von Mitsubishi neben mir, nämlich dem Mitsubishi Outlander als PHEV. Das bedeutet, wir haben das Beste aus beiden Welten in diesem Fahrzeug vereint. Wir haben einen wundervollen Benzinmotor. Kombiniert ist das Ganze dann mit zwei Elektromotoren. Und so haben wir dann eine Systemleistung von 306 PS, eine Reichweite von insgesamt 844 Kilometer. Rein elektrisch schafft er jetzt bis zu 86 Kilometer und seinen Sprint, den absolviert er in nur 7,9 Sekunden. Rein elektrisch kann man mit diesem Fahrzeug eben auch unterwegs sein. Das funktioniert dann bis zu einer Geschwindigkeit von 135 km/h. Optisch hat sich natürlich auch einiges verändert. Wir haben selbstverständlich weiterhin die klassische Mitsubishi DNA mit dabei. Was schön neu ist, sind hier die LED-Scheinwerfer. Das sind sogar adaptive LED-Scheinwerfer mit 12 LEDs mit drin. Und wie ich finde, echt schön integriert, weil sie halt eben sehr, sehr schmal sind. Obendrauf kommt dann auch noch ein schön dynamischer Blinker. Auch der hat dann nochmal 21 LED-Elemente mit dabei, was einfach das Gesicht von dem Fahrzeug wirklich sehr, sehr attraktiv gestaltet, wie ich finde. Wir gehen einmal weiter an die Seite, denn hier trägt unser Fahrzeug jetzt 20 Zoll Felgen, aber man hat die Wahl zwischen 18 bis eben 20 Zoll. Wir gehen an die Seite, hinterm Rathaus haben wir dann auch nochmal draufstehen, dass es hier wirklich ein Plug-in-Hybride ist, damit auch jeder von außen direkt erkennt, was hier Phase ist. Ich finde, hier im Profil sieht man wahnsinnig schön das Design vom Fahrzeug. Vor allem hat man die Proportionen hier auch durch das Design wirklich schön unterstrichen, denn wir haben hier eben das bicolore Design mit den schwarzen Elementen, vor allem hier oben am Dach. Das bedeutet einfach, dass das Fahrzeug in den Proportionen noch attraktiver wirkt. Übrigens, in der Länge liegen wir hier bei 4,71 Meter Fahrzeuglänge. Und trotzdem hat er einfach wahnsinnig schöne Proportionen, wie ich finde. Wir gehen einmal hier hinten noch ans Heck. Extern aufladen lässt er sich selbstverständlich auch. Aber was das Schöne ist hier an dem Fahrzeug ist, dass wir drei verschiedene Arten haben, hier mit dem Fahrzeug unterwegs sein zu können. Heißt, er kann entweder selbstständig entscheiden, ob er jetzt elektrisch, hybrid oder mit dem Verbrenner unterwegs sein möchte. Er kann den Akkustand halten oder er kann sich dann eben selbstständig nochmal aufladen. Wir gehen einmal ans Heck über. Das gefällt mir, muss ich sagen, mit am besten, denn wir haben hier hinten auch wieder sehr schmale Leuchten, die sich um das komplette Fahrzeug rumziehen und dementsprechend auch hier nochmal was für die Fahrzeugbreite tun und auch eben dann wieder zu den Proportionen beitragen. Hier oben, da haben wir nochmal einen kleinen Dachspoiler, der wirkt fast so, als würde er auf dem Fahrzeug schweben. Vor allem auch nochmal hier mit den Designelementen außen, rechts und links. Außerdem am Heck haben wir selbstverständlich weiterhin das klassische Mitsubishi Hexagon mit dabei. Vielleicht nicht mehr so plakativ wie bislang, aber es ist weiterhin mit am Start. Links steht nochmal Outlander drauf, hier rechts eben nochmal der Antrieb für den PHEV. Und natürlich wollen wir auch einmal noch in die Heckklappe reinschauen, in den Kofferraum. Denn selbstverständlich hat dieses Fahrzeug auch einen großen Stauraum. Um genau zu sein, wenn wir die Rückbank, die man dreigeteilt umklappen kann, umlegen, dann haben wir hier einen Stauraum von 1404 Liter. Wie gesagt, dreigeteilt umklappen lässt sich die Rückbank, was ich immer stark finde, wenn sich eben der mittlere Sitz einmal separat umklappen lässt,
So kann man eben auch bequem das Fahrzeug weiterhin vollwertig nutzen, aber eben auch längere Gegenstände hier transportieren. Die Rückbank lässt sich übrigens auch bequem von hier hinten aus umklappen. So ein kleiner Unterboden gibt es auch. Da könnte man zum Beispiel die Kabellage hier hinten einpacken. Genau, auf jeden Fall alles da, was man braucht. Und elektrisch verschließen lässt sich der neue Outlander selbstverständlich auch. Ich würde vorschlagen, wir springen einmal gemeinsam in das Interior. Im Innenraum angekommen, muss ich erstmal sagen, dass ich wirklich sehr überrascht bin, denn es ist ein wahnsinnig hochwertiger Innenraum mit echt einer schönen Kombination aus hochwertigen und vor allem verschiedenen Materialien. Wir haben hier einmal die Option auf Leder, es gibt ein bisschen hochglanzschwarze Elemente, aber auch nochmal was für die Haptik in so einer Alu-Optik. Also insgesamt muss ich sagen, der Innenraum von der Anmutung wirklich extrem cool. Was auch schön ist, dass wir hier einiges an Serie mit dabei haben, was man nicht unbedingt bei so einem Fahrzeug erwarten würde, denn wir haben hier eine Massagefunktion, wir haben Belüftung mit dabei, all das mega cool und obendrauf kommt noch eine richtig nette Soundanlage von Yamaha. Denn Yamaha und Mitsubishi, die haben eine gemeinsame Kooperation, was dann eben hier diesen wundervollen Klang auf die Ohren zaubert. Wir gehen aber wie immer einmal an die Mittelkonsole über. Einmal haben wir hier noch ein bisschen Verstaumöglichkeit unter meinem Arm, zwei Cupholder und dann gehen wir hier eben an diesen großen Drehregler für die Fahrmodi, denn wir haben hier eben die zwei Elektromotoren, die dann eben diesen super All-Wheel-Control-Drive, man könnte auch sagen All-Wheel-Drive, möglich machen. Heißt, wir haben hier bis zu 7 Fahrmodi, wir können in Matsch unterwegs sein, auf Gravel, auf Schnee, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, was so ein Outlander eben können sollte, kann dieses Fahrzeug. Darüber, da haben wir dann den Gangwahlhebel, hier können wir dann eben auch noch die Rekuperation einstellen, auch das ist sehr, sehr cool, aber ich habe euch ja schon gesagt, das Fahrzeug hat eben 3 Funktionen, wir können rein elektrisch unterwegs sein, wir können mit dem Hybriden unterwegs sein oder wir können eben auch das Fahrzeug wieder aufladen oder den Akku halten. Hier vorne, da haben wir dann die induktive Ladefläche noch mit dabei, auch schön platziert, wie ich finde. 2 USB-C-Slots sind auch am Start und auch nochmal hier eine 12-Volt-Steckdose. Zur Klimaanlage muss ich nicht viel sagen. Hier können wir aber allerdings auch die Sitzheizung und Sitzbelüftung einschalten. Genauso können wir hier auch die Lenkradheizung einschalten. Überhalb, in diesem wirklich schönen Armaturenbrett, wie ich finde, haben wir dann eben das zentrale Infotainment-Display, 12,3 Zoll groß ist es, wie ich finde, wirklich schön platziert. Hier können wir übrigens auch die umfangreichen Assistenzsysteme einsehen. Was ich sehr beeindruckend hier finde, ist, dass wir einen Notfallbremsassistenten haben für hinten. Sozusagen einen Querverkehrswarner, der dann eben auch aktiv eingreift, finde ich super gelungen. Aber das ist nicht alles. Er hat natürlich die ganz normalen, klassischen, modernen Assistenzsysteme mit dabei. Ein Spurhalteassistenten, Totwinkelwarner. Ich brauche sie euch nicht alle aufzählen. Es ist auf jeden Fall für jeden und für jede Situation was dabei. Die Instrumententafel, die ist genauso groß. 12,3 Zoll, auch komplett digital. Und hier können wir natürlich auch noch mal so ein bisschen an der Konfiguration was tun, beziehungsweise an der Ansicht. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch das Lenkrad, das Multifunktionslenkrad. Da steuern wir hier rechts dann eher auch wieder die Assistenzsysteme an, sprich den Tempomaten und sowas, den Abstandregeltempomaten. Wir können aber hier auch das Fahrzeug mit der Sprache bedienen. Hier links, da steuern wir dann eher das Infotainment bzw. die Yamaha Soundanlage an. Ja, also im Prinzip alles da, was man für eine gute Fahrt braucht. Jetzt fehlt nur noch das Fahren und vor allem für euch die Preise.
Und was ich euch auch noch verraten möchte, ist, dass wir hier drin ein super schönes, großes Panoramadach haben, was wir aktuell nicht zeigen können, einfach weil wir hier gerade in einer relativ dunklen Halle sind. Aber das gibt's auch noch. So, ich springe raus, finde für euch den Preis raus, bevor ich euch dann mein Fazit zauber. An der Stelle möchte ich natürlich auch den Einstiegspreis für den neuen Outlander verraten, denn der liegt bei 49.990 Euro. Und in Summe muss man sagen, man bekommt hier mit dem Outlander eine richtig nette Kombination aus wirklich moderner Hybridtechnik, einer netten Reichweite, elektrisch wie auch kombiniert. Und natürlich haben wir hier sehr viele umfangreiche Assistenzsysteme und Features mit dabei, die eben schon von Serie auf mit dabei sind. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch der Mitsubishi Outlander in der vierten Modellgeneration gefällt. Ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy. Auch wenn ihr uns auf unseren Webseiten besucht, derautotester.de oder ninacameria.de. Danke an euch fürs Zusehen. Danke an Mitsubishi für dieses wundervolle Fahrzeug. Ich freue mich drauf, es ganz bald fahren zu dürfen. Und ich würde vorschlagen, bis zum nächsten Mal.